Dynamic Lips ist startklar. Da wird die Boxentüre nun geschlossen und außen kam Pavani als letzte Kandidatin heran für das Karin von Ulm. Die Türen geöffnet an der 1600. Metermarke und Double Dream erwischte den besten Start, übernimmt sofort das Kommando, wird an der Außenseite aber ab in gewohnter Manier von Whole Lotta Rosie. Whole Lotta Rosie führt also vor Double Dream in rasanter dahinter Dynamic Lips, dann sehen wir Lammerst in aktuell vierter Position an der Innenseite Donna Doria. Dann die zweite Farbe der Stiftung Gestüt Fairhof Kidura, außen galoppiert Tickle Me Blue. Vor der Winterkönigin, vor Daba an der Innenseite Bastille und Pavané am Ende. Des Feldes. In rasanter Fahrt geht es über den Übergang ausgangs der Gegenseite und dort hat Whole Lotta Rosie das Kommando. Whole Lotta Rosie führt vor Daba. Dynamic Lips an der Innenseite sehen wir Double Dream in dritter Position vor Lammerst, dahinter Donna Doria, dann Tickle Me Blue, Kidura, Daba an der Innenseite Bastille und Pavané. So geht es gleich in die Kölner Zielgerade hinein, 600 Meter sind das noch. Whole Lotta Rosie marschiert vor Dynamic Lips, die lässt sich anfassen, Double Dream hat eine tolle Passage gefunden. Dann Donna Doria und dann Tickle Me Blue vor Daba. Die macht aber Boden gut. Double Dream greift Whole Lotta Rosie an. Double Dream, Whole Lotta Rosie. Dann Lammerst an der Außenseite Dynamic Lips. Und jetzt wird auch Daba losgelassen. Double Dream ist vorne. Lammerst außen. Daba mit Tickle Blue. Macht Boden gut. Vorne Double Dream. Lammerst außen. Daba ganz. Außen kommt Pavané angeflogen. Lammerst geht nach vorne. Lammerst Daba. Pavané an der Außenseite. Innen Double Dream. Lammerst ist vorne mit anderer Starke. Lammerst Pavané an der Außenseite. Pavané gewinnt hier für Darius Racing. Dann war es Lammerst und dann Daba vor Tickle Me Blue und dann Double Dream. Die war eingangs der Zielgeraden letzte. Und im Ziel ist sie vorne. Pavané. Gewinnt, glaube ich, das Karin Baronin von Ullmann Schwarz-Gold-Rennen. Vorläufiger Richterspruch, sechste Rennen, Karin Baronin von Ullmann, Schwarz-Gold-Rennen. Siegerin ist die 7, Pavané. Auf dem zweiten Platz die 6, Larmerzet. Drittes Pferd die 2, Daba und vierter war die 9, Tickle Me Blue. Ich wiederhole, vorläufiger Richterspruch, sechste Rennen, Karin von Ullmann, Schwarz-Gold-Rennen, 7 Pavané, 6 Lammerzet, 2 Daba und 9 Tickle Me Blue. Und hier eine Bitte für Trainer Rudolf Storb. Herr Storb, kommen Sie bitte zur Waage.